Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Jetzt untersuchen wir uns erstmal hier das Telegrafen. Da ist erstmal nichts. Ja, mit dir haben wir ja gerade schon gesprochen. Können wir ja eigentlich mal rausgehen. Kann ja mal mit dem nochmal reden. Vielleicht hat er nochmal was zu sagen. Versicherung des Prototyps. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Wichtige Reisetasche. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Mein Freund, alles klar. Sonderfracht. Warte, Sonderwagen. Okay, das ist, brauche ich jetzt nicht. Was gibt's denn hier noch für Aufgaben? Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Untersuchen Sie am Bahnhof von Brinton Mr. Robins Reisetasche, die sich im Gepäckraum findet. Bin ich jetzt ein... Genau. Und wo ist deine Reisetasche, bitte? Wo ist die? Die ist doch nicht hier. Was ist denn hier im privaten Raum? Ist da irgendwas? Achso, das ist ja wieder da. Ja, ich habe wieder gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Sobi, was ist denn das hier? Ich dachte, hier könnte ich was untersuchen. Was ist? Kann ich hier mit jemandem reden? Kann ich mit dir reden? Nein, guckst du mich nicht mal an. Das sieht aus wie so ein Horrorfilm gerade. So, guckt so weg. So. Und wenn ich sage, entschuldigen Sie, guckt er mich denn ganz creepy an. Ich krieg so einen richtigen Schrecken. Allein schon, wenn ich Dr. Watson nochmal sehe, da kriege ich auch schon nochmal einen Schrecken. So, geh bitte hier rein. Kann ich bitte rein? Dankeschön. Hier ist noch... Kann ich hier noch irgendwas machen? Und Postsäcke. Postsäcke der Eisenbahn. Hier ist noch... Ja gut, hier kann ich jetzt auch nichts mehr erkennen. Das ist das Warehouse. Mal gucken, ob ich was im Warehouse finde. An dem Warenhaus habe ich zumindest nichts. Hier kann ich auch nicht raus. Supi. Guck mal, was ist denn hier hinten? Ist hier hinten irgendwas? Hier sind ja auch noch so mehrere Säcke, die ich nicht mehr... Da bis dahin komme ich nicht. Okay, was ist ja eigentlich? Ich habe mich gerade über diesen Typen erschrocken. Mein Gott, was macht der da? Beziehungsweise, wie kam er da rein? Ist da irgendwie ein Eingang? Nein, der ist da bestimmt einfach rübergeklettert. Ob man es darf, ist natürlich eine andere Frage. Kann ich mit dir noch reden? Nein, mit dir kann ich nicht reden. Ja, und nicht in die Kutsche. Was ist das? Das ist der Archivkoffer. Den brauche ich jetzt mal nicht. Aber wo steht denn das eigentlich drinne denn? Wo diese Fracht ist? Oder steht da noch was genaueres? Guck mal kurz nach. Oh, von der Reisetasche, die im Gepäckraum, die sich im Gepäckraum befindet. Gepäckraum. Ist das hier der Gepäckraum? Muss doch hier irgendwo sein. Doch, bestimmt. Oh. Oh, wie wahrscheinlich habe ich das Ding nicht gesehen. Das ist ein riesengroßer XXL-Cover. Okay, jetzt untersuche ich das erstmal. Gripsack belongs to Mr. Robinson. Ganz schön schlau von dir. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Oh, of jetzt course. Kommt's. Wir brechen irgendwo rein. Oh. Sind die jetzt so? Ach so, ein Quiz schon wieder. Nice. So, dadurch, dass ich diesmal eigentlich Glück habe. Ich muss gerade wirklich überlegen, wie ich das hier mache. Jetzt hier hin? Okay. Man, theoretisch müsste ich ja denn eigentlich das hier hinpacken. Mann, nee, werde ich jetzt nicht unbedingt jetzt raten. Also das ist klar. Das ist schon mal amtlich, glaube ich. Aber warte mal. Aber wenn ich hier das habe. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Was soll ich denn hier so gesehen tun? Fragen über Fragen. Das, oder? Das da hinten? Mitte packen. Hier hin, weil ich muss gerade sehen, dass ich das hier alles
so gesehen kriege. Aber warte mal, hier. Okay, wieso denn? Nein, hier nach unten brauche ich ja nicht. Diagnose, ich bin durcheinander, als du es denkst. Allein schon wegen dem Zeichen, hier wegen den ganz links, da sind ja zwei von denen und ich weiß gar nicht, warum man die zwei braucht. Okay, also so hier. So. Und nochmal eins nach hinten am besten. Nicht so hier gucken. Nein. Also sagt das, wenn ich das so zurückdrehe, bringt es ja nichts. Ah, und so kann ich halt mehrere Sachen. Ja, das hätten sie mir mal erklären können. Dass das so geht hier mit hier Rechtsklick. Ah, steht ja auch alle mit Rechtsklick. Tabra. Okay, also hier. Ich muss gerade nur mal überlegen. Muss mal kurz. Das. Das. Ja, theoretisch. Was ist mit dem hier eigentlich? Okay. Aha. Oh mein Gott, hat das 10 Jahre gedauert, bis es mal irgendwann Klick gemacht hat. Okay. Schauen wir mal. Was Look, haben wir hier? Und dein Vertrag. Okay, was steht da? Soll ich da machen? Unterstreichen. An exclusive sales okay, was haben wir noch? Haben wir hier noch irgendwas? Okay. Mr. Robinson den Namen noch? Okay, kann ich denn theoretisch, achso, dann kann ich wieder weiter blättern. D blätter ich. Okay, hier ist noch was. Another exclusive sales contract. Da ist noch was. Der Name natürlich wieder. Okay, dann kann ich wieder blättern. Yet another. Warum soll ich jetzt die ganze Zeit den gleichen Namen blättern? Jetzt bin ich. Ach so, da fehlt mir. Exclusive sales contract. So, jetzt. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, hä, wie viele Blätter waren es denn, bitte schön? Received prepayments from various people for his machine. Okay, jetzt kann ich wieder hier Dinger zusammen. Da sind sogar schon mehrere. Gucken wir mal kurz. Mal hier. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Steht er da? Jetzt kann ich ihn, ob es ein Unfall oder. In ein Wort, achso. Ja, wie gesagt, Unfall, wie gesagt, das ist ja klar. Achso, da könnte ich ja nochmal gucken, ob ich nicht doch noch was finde, ob da noch irgendwas zusammenhängt. Mehr, was ist mit dem Prototypen? Okay, da haben wir noch was. Robinsons Motiv. Aufgrund der Versicherung und von ihren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Ja, würde ich sagen. Allein schon, weil ich ihn einfach nicht mag. Tut mir leid, ich mag ihn einfach nicht. Bestimmt bin ich denn so richtig falsch. Richtig verkehrt so. Nur weil ich mir natürlich wieder irgendwas vorstelle. Irgendwas wieder richtig ist oder was Falsches ist. Am besten gehen wir jetzt erstmal zum Auftrag. Was muss ich machen? Lösen Sie das Rätsel. Irgendwie merke ich habe zu wenig Rätsel, muss ich sagen. Also zu viele Hinweise. Zu wenig Hinweise, nicht zu viele. Oder kann ich da noch theoretisch irgendwas tun? Ich kann schon. Aber mit dir kann ich nicht drehen. Am besten ist wirklich, mir würden da noch ein paar Sachen fehlen, und zwar Hinweise. Ja, wie gesagt, du kannst nicht hier zwei Hinweise oder so haben. Habe ich einfach zu wenig Hinweise gefunden. Oh, voriges Mal war ich relativ gut, jetzt bin ich relativ schlecht. Oh mein Gott, warte mal kurz, ich kann ja noch mal ins Archiv gehen, vielleicht bringt mir da was. This suitcase nein, contains da bringt es mir erstmal nichts. Gut, wo gehe ich jetzt hin? Ob ich jetzt nach... Gar nicht, ob ich nach Elvis noch gehe. So, jetzt rede ich erstmal mit dem Typen hier vorne. Vielleicht hat er ja noch irgendwas zu sagen. Na, kann ich hier rein? Dankeschön. Ah, ich will hier durch schon wieder. Mann, das macht... Oh, ich will ja diese böse Tür hier, die hassen mich. So, kann ich ja mal mit ihm reden. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Nein, er hat nichts mehr zu sagen. Da ist eine. Kann ich eigentlich in die Truhe da? Ich glaube aber nicht. Ein ganz wichtiges Zeug drin, was ich nicht angucken darf. Nein, aber theoretisch könnte ich doch den Fall eigentlich schon lösen, oder? Erfragen. Der Bericht des Bahnhofvorstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug. Trotz nur so voller Fehlern ist es kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass er den Bahnhof passiert hat oder nicht. Okay. Eigentlich könnte ich ja den Typen dann nochmal fragen. Ach, husch, husch. Guck mal kurz.
Hier muss ich hin. Okay, jetzt kann ich hier nochmal nachfragen, irgendwas. Oha, was ist denn hier? Diagnose, hier war ich aber definitiv noch nicht. Diagnose, ja, weil, bestimmt waren wir hier schon 20 Mal, ich hab's bloß immer wieder vergessen. Okay, jetzt kann ich hier nochmal, kann ich hier rein, dankeschön. Kann ich hier nochmal was fragen? Was ist das, ein Abfalleimer? Gönnung erstmal. Ich muss hier rein. Moin, moin. Ich möchte den nicht unbedingt aufwecken. Wir lassen ihn schlafen. Nein, Spaß. Ich rede mit ihm. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour-72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Die Fahrgäste. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives into parts. Die Augen, oh mein Gott. Oh mein Gott, die sehen so richtig versoffen aus. Oh mein Gott. Okay, ich guck mal kurz weiter, ob ich hier noch was finde. Warte mal, hier war noch irgendwas, Knöpfe, oder? Saubere Kleidung diesmal, wow. Die Angelschnur. Was ist er wohl angeln gegangen? Er ist verheiratet und... Noch irgendwas hier unten? Ja doch, da ist doch was. Was ist das denn? Was war das? Lachmann. Richtiger Lachmann. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Also cool. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Ich würde ihn auch nicht trauen. Also besonders was? Keine Spuren vom Zug, Telegramm ausschätzen. Das. Passierte Chesterfield. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert. Auch wenn der Bericht des Bahnhofsoffers unleserlich ist und Fragen auswirft. Kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhof war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Ja, könnte sein. Aber ob man wirklich sowas denken könnte, wenn er besoffen ist, man hört doch eigentlich einen Zug. Ein Zug ist ja so gesehen ein ganz lautes Gerät. Aber wir können ja aber noch weiterschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Ich sag mal so, die ganzen Tipps sind sowieso alle sehr merkwürdig. Okay, da ist dann nur der Abfalleimer noch. Hier noch irgendwas draußen, von was ich wissen sollte. Da noch irgendwas zum Schauen? Vielleicht finde ich... Also ist das jetzt... Habe ich da gerade was gesehen, hä? Ja gut, nur das war nur die Tür erstmal. Hier sind noch Unterlagen, die brauche ich mir jetzt nicht anschauen. Da war ich schon drinne. Hier ist abgeschlossen, okay. Achso, okay, wir müssen das Türschloss knacken, okay. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie das mit allen Drehen funktioniert. Ah. Oh. Ich hab, wie gesagt, ich wusste das irgendwie nicht, dass man alles drehen kann. Jetzt habe ich auch ein bisschen besser jetzt mein hier Dings in der Hand hier. Meine Maus. Ich habe die so eingestellt, ich habe ein bisschen reingepustet. Dann ging es wieder. Da war irgendwie ein bisschen Staub oder so drin. Deswegen hat es nicht so erkannt. Hier sind noch so Werkzeuge. These tools were used quite recently,
They are still muddy. We should ask about them. Railway post bags. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Okay, dann kann ich das ja noch mal alles erfragen. Kommen Sie mal bitte her, ich muss Ihnen mal was fragen. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er abgehauen, ist aber nicht, alles gut. Dreckiges Werkzeug. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Arbeiter? Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Noch was sagen? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ich sag das auch nichts mehr. Was ist das hier? Okay, das habe ich ja schon untersucht. Supi, was gibt's als nächstes? Was kommt als nächstes? Da suchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Okay, den kann ich ja noch mal ordentlich untersuchen. Stehe ich mich hier mal überall mal rum, schaue mir das mal an. Gucke, wann ich mal was finde. Man findet ja hier immer was, muss ich behaupten. Es ist ja so gesehen immer was los. Da ist erstmal nichts. Da ist erstmal auch nichts. Oh mein Gott, hab ich schon wieder erschrocken. Ach, Mensch, ey, ich und mit meiner Schreckhaftigkeit hier. Das geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Watson, woher kommst du bitte? Du standst doch vorhin gerade hinter mir. Oh mein Gott. Ich bin heult. Ich hab hier so wieder so fucking erschrocken. Ist hier noch irgendwas? Ja, außer, na gut, das ist ja mehr nicht. Das sind ja nur. Habe ich ja alles schon gesagt mit dem Wein. Hier, mein Freund. Lulu, bitte weiter. Ja, wie gesagt, hier ist noch was. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn bitte? Okay, ist hier noch irgendwas? Ich wollte gerade so reingucken, gerade in diesen Krug und wollte gucken, ob da noch was drin ist, was ich trinken wollte. Aber nein. Was sind hier unten? Das sind ja alle so eine Säufer hier. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Oh, Holmes, I'm a little confused. Das ist doch ganz einfach. Ich habe auch keine Ahnung. Okay. Was soll ich da jetzt machen? Zirkexperiment. Die demontierte Draisine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob man für den Zug halten könnte. Juhu, wir können jetzt Zug spielen. Oh mein Gott. Okay, das machen wir denn aber erst im nächsten Part. So. Watson, warum rennst du jetzt weg? Du musst dich auch noch verabschieden. Da guck doch nicht so. Also dann, genau, das machen wir in der nächsten Part. Ich wünsche euch noch alle einen wunderschönen Tag. Bleibt schön gesund und ciao.